Bin mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Ein bisschen scheiße gelaufen jetzt für uns. Kein Heimatplaneten mehr, ey, so eine Kacke. Cryogenic trays have been processed, and our colonists are safe for now. Bis auf einen Container. From the interrogation, we learned that a frontier fleet patrolling the borders of a vast interstellar empire was dispatched to destroy our... The captain claimed our people violated a 4,000-year-old treaty forbidding us to develop hyperspace technology. Extermination of our planet was the consequence. The subject did not survive interrogation. Ihr seid schon ein bisschen hart, wa? Die haben gerade erzählt, dass die Gefangenen verhört haben. 4000 Jahre alter Vertrag wurde verletzt bezüglich Überraumtechnologie. Deshalb wurde der Planet ausgelöscht. Und ja, die Gefangenen haben das Verhör nicht überlebt. Hyperspace jump successful. Junge, ein bisschen hart, ey. Scanner data indicates asteroid density is highest in this region. Commence resource gathering. Ja, sofort, ey. So, und ich mache nochmal eben die gebettelte Anfrage. Kann mir irgendjemand Feedback geben, ob das mit dem Sound soweit in Ordnung ist? Resources locked in. Resource controllers are available for construction. To improve the efficiency of collection, build one and position it near the asteroid vein. Okay. Mach ich glatt. 1000 Ressourcen überwachen. Kostet aus direkt mal 1000. Schlappe 1000. So, alle meine. Standing by. Resources locked in. Ready. Strike Group 1. Moving to destination. Ihr seid Nummer 2 erstmal. New heading set. In-game Sound mit meiner Stimme zusammen. Passend laut genug. Versteht ihr alles, was die da so erzählen? Oder hört man gar nichts? Das wäre ein bisschen schade. Immerhin das Forschungsschiff kannst du reparieren, aber sonst hier. Warte mal. Oh, jetzt. Nee, warte, warte, warte. Hier war aber irgendwo. Da. Da muss ich noch mal ein bisschen näher ran. Hier ist nämlich eine, die so ein bisschen... ...mehr angeschlagen ist als die anderen. Eigentlich zumindest. Ich meine gut, Self-Repair ist natürlich etwas, was ich begrüßen würde hier. Repair order confirmed. Und dann geh du mal reparieren. Das ist hier voran. Abfangjäger. Ach, ihr seid noch nicht in Strike Group 1. Reinforced. So, Research mache ich mal noch nicht. Du solltest aber mal gleich fertig sein. To increase harvesting efficiency, move your resource controller as close to heavy resource areas as possible. Ist aber auch schon direkt ein richtiger Klumpen, ne? Ja, einfach mal mittig von der Höhe her in das Feld. Wir sind da oben wie unten. Ressourcen brauchen wir gar nicht irgendwie in der Höhe uns zu verteilen. Jetzt sieht aber auch schon cool aus. Jetzt hätte der direkt mal ordentlich Bums, aber da sind eigentlich alles hauptsächlich nur Antennen. Hat der überhaupt irgendwo ein Geschütz? Copy. Ne, Feuerkraft 0, das ist sehr wenig. Sound und Bild sind in Ordnung, das freut mich. Ha! So, da habe ich es mir direkt auch gewünscht. Aber warte mal, ist hier der Repair-Kollege jetzt auch mit? Na, du gehst mal wieder hier zurück. Die will ich nicht. Sehr gut. Group 1 designated. Mothership. Ich kann kein Movement Order geben für das Mutterschiff. Das juckt mich so ein bisschen. Es stört. Na komm, machen wir mal hier ein bisschen Research. Korvetten, Schlachtschiff. Achso, Angriffsfregatten, Schlachtschiff. Ich will hier. Ich will auf Großes. Group 1. Na, flieg mal bis zum Ressourcenfeld am besten. Und 2 hinterher. Dass sie mal diese olle Tiger-Kamo beibehalten haben, jetzt wo ich sie übernommen habe, ne? Aber auch schon irgendwie cool. Das haben die wirklich sehr gut gemacht. Raketenkorvette, da gucken wir auch nochmal drauf.
Ja, bams, die dicken Batterien. Geil finde ich auch schon, dass die unterschiedlichen Korvetten tatsächlich auch unterschiedliche Antriebsstrahlen haben. Unterschiedliches Antriebsleuchten. Da kommen sie. Deine kleine Unterstützungsflotte ist am Start. Also wird auf jeden Fall schon schneller gehen mit dem Ressourcensammeln, einfach weil das Ding direkt vor Ort ist. Weil die Teile dann halt nicht so ewig brauchen, um bis zum Mutterschiff zu fliegen, was ich ja nicht vorwärts bewegen kann. Das hängt da hinten ja einfach nur ab. Oh, vielleicht brauche ich dich doch hier vorne. Ich glaube, hier ist eine Reparatur eher vonnöten als beim Mutterschiff, wenn ich da mal so überlege. Korvette-Chassis ist bald fertig. Ja, was kommt denn jetzt, ey? Warte mal, hatte ich nicht... Ich hatte doch auch... Ich hatte doch aber auch schon eine Fregatte übernommen, fällt mir gerade mal ein. Gerade in der letzten Mission. Wurde die jetzt wirklich einfach nur... Wurde die einfach nur zerlegt? Das ist ja auch scheiße. Nicht mal Ressourcen rausgenommen, ne? Nur Infos. Oh, was kommt jetzt? Power readings are off the scale. Okay, da kommt irgendwas auf unsere Position zugeflogen in der Größe eines Mutterschiffs. Und da sehen wir es auch. Alter, ist das schnell! Geil! Die Ventusi! Degenklotz! Das Ventus-Schiff hat gebrummt, oder? Trajectory locked in. Hailing signal open on all channels. Entering magnetic field now. Almost there. Fleet, we've lost guidance and are being drawn in. Mir fällt gerade, ich glaube, ich werde gleich beim Mutterschiff angegriffen, nicht bei meinen Ressourcen. Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt. Das ist über 10 Jahre her, aber ich glaube. Wir sind die Ventusi. Wir sind die Ventusi. Und willkommen in der Sanitary Profits. Unbound. Die Elderly Tree Roof wurde established for the first time by our ancestors. The resources you collect are of value. Exchange. It will serve as an acceptable medium for trade. It has been our custom to equip trading partners with an exchange limit. It is therefore been provided to your ambassador as a gesture of goodwill. This is Ambassador. We are clear of the Ventusi vessel. All systems green. Harbor Control has released guidance and the exchange unit is secure. Receiving crews. Prep the quarantine chamber. Roger that. Quarantine standing by. Ventusi Trading Link established. So, die Ventusi, die sind eine uralte Rasse. Die haben alles hier damals ja quasi an Start gebracht. Die sind die technologisch am weitesten entwickelten ja, Lebewesen. Aliens, kann man so sagen. Und die sind jetzt einfach nur so handelsmäßig unterwegs. Und ich wette mal, dass die für uns auch direkt irgendwas Nettes im Angebot haben. Aber ich ziehe meine Flotte erstmal, ja, so halb zurück. So, die Ventusi. Für 500. Plasmabombenwerfer. Dann kann ich Bomber bauen. New research available. New fighters available for construction. Yeah, habt ihr noch mehr? Ich würde so gerne noch mehr von euch kaufen. Falscher Knopf. Aufgabenziele. Ach, jetzt haut ihr einfach wieder ab, oder wie? Group 1. So.
Angriffsbomber Vogt. Yeah, damit kann man die dickeren Schiffe auch mal schön auseinandernehmen. Begleitfregatte, schwere Reparaturfregatte. Und dafür habe ich mir jetzt gerade eine Reparaturkorvette gebaut. Verdammt. Rohstoff, Forschungsschiff, ein Forschungsschiff reicht vollkommen aus. Research complete. Schwere Korvette. Warte mal, neue Fregatten. Angriffsfregatte, yes! Ich warte noch mal eben ein bisschen mehr so die Forschung. Aber ich habe mich scheinbar in meine Erinnerung, scheint mich ein bisschen zu täuschen. Scheint jetzt doch so zu sein, dass, okay, ich dachte gerade, mir wäre das Stream abgeschmiert, aber scheint noch alles zu laufen. Hervorragend. Was kostet es denn? 800? Da! Attack! Oh Mann! Tyrannic Raider Fighters are attacking our resource operation. Defend it and prepare for more hostile ships to arrive. Ja, ja, bin ja dabei, bin unterwegs. So, alles nur. Jetzt hör mal auf! Mobile Refinery under attack. Reparatur! On the go. Hier. Zack, kümmert dich direkt rum. Perfekt. So, jetzt haben wir, glaube ich, wieder eine bessere Höhe. Es sind auch wirklich alles nur Jäger. Jetzt mal eben schauen. Angriff stark gegen Korvetten und Fregatten. Ja, scheiße. Leichte Korvette. Stark gegen Jäger. Assembly underway. Assembly ja, underway. Bauen wir nochmal 5. Nützt ja nichts. Angriffsbomber. Aber warte ich aber nochmal. Oh, da kommt noch mehr rein. Ja, mal sehr schnell Reinforcements am Start hier. Light Corvette complete. Das passt mir nicht. Kann ich hier irgendwie einen Rallye-Punkt setzen? Nee, scheinbar nicht. So. Ach Leute, er ist aber jetzt auch wirklich ein dickes Angriffsgeschwader da. Ah, ja gut, dass ich die leichten Korvetten gebaut habe. Die können jetzt hier direkt mal mein Mutterschiff verteidigen. Team 2, erstmal darin. Jetzt muss ich mir gleich gut sortieren. Wie können wir denn? Ich baue auch direkt eine Angriffsregatte. Nützt nichts. Ich muss mich ja irgendwie verteidigen können. Da kommt gleich bestimmt noch mehr Dickes und dann will ich nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen. Leichte Korvette, Angriffsregatte. Brauchen wir nochmal 5 Angriffsjäger. So. Schnappt euch alles, was ihr kriegen könnt. Das ist gleich hinüber. So, du hast ihn in Auftrag. Du kriegst die Standardkorvetten, Standardkorvetten. Ist auch noch eine Missile-Korvette. Auch eine Standard. Ja, egal. Die Missile-Korvetten, das Problem für mich sind jetzt hauptsächlich erstmal die. Ah, da oben kommen Missile-Korvetten, wa? Die auch. Interceptor complete. Resource Collector under attack. Ja, ich weiß. Wenn es sein muss, wehrt euch mit Zähnen. Ah, schön. Jäger gehen am Start. Kein Tyrannic Raider Jäger sehen, sondern einen meiner Korvetten. Na, wie schauen die denn aus? Ah, schön, mit schwenkbarem Turm unten drunter, hervorragend. Ja, dass wir das Mutterschiff auf jeden Fall überleben. Schiff in Warteschlange kommen, nochmal. Nützt nix. Wenn, nochmal eine Angriffsfregatte. Was kann ich da noch erforschen? Schweres Korvetten-Upgrade. Boah, letzte, was hier geht. So, ihr habt eure Ziele. Du hast gerade nichts mehr, dann schnapp dir doch Edden. Ist gerade direkt vor deiner Nase. Das dürfte ja noch was werden. Oh, was kommt jetzt? Nein! Under fire, requesting orders. We're under fire. Light Corvette complete. All right, let's heat it up in here. Interceptor complete. Ionenfregatten, ich glaube, es hagelt. Aber ich bin mal gespannt. Ist auch halt einfach nur ein fettes Geschütz mit Solarsegeln, ne? Bams! Light Corvette complete. Resource Collector taking enemy fire. Resource Operation reporting enemy contact. Forschungsschiff, okay. Meine lieben Korvetten, meine Bergungsgeräte, kommt man schnell wieder da raus. Einfach alles angreifen.
Angriffsfregatte. Bergungskorvette und jetzt noch eine bitte, damit wir die Dinger hier mal einheimsen können. So, du machst ja direkt mit. So, du gehst ja schon mal hin. Und wenn du gleich endlich soweit bist. Ach, es ist eine Ionenfregatte explodiert. So, ihr macht ihn da hinüber. So, die Ionenfregatten müssen wir bitte so halbwegs am Leben lassen. Yes. So, wenn du gleich soweit wärst, ne, wäre ich die sehr verbunden. Zwei von den Teilen einnehmen. Wir dachten, oh, wie schnell die Dinger kaputt gehen. Ich hoffe, die überlebt das noch so lange. Ach, die ist außer Gefecht, wenn einer dranhängt. Das ist ja auch perfekt. Kiki, ist das doch die nächste Bergungskorvette? Oh, schön. Ich baue mir aber, glaube ich, doch mal so ein... eine Begleitfregatte. Research bauen. Korvettes. Schwere Korvette. Stark gegen Jäger und Korvetten. Schwach gegen Anti-Kampfschiff-Fregatten und Schlachtschiffs. Okay. Schön. Und hier habe ich auch noch immer alle meine... Die Reparaturkorvette lebt immer noch. Fliegen mal reparieren. Der Abfangjäger geht natürlich nicht, ne? Schade. Move order confirmed. So. Repair order confirmed. Group 1 standing by. Ready. So, sammelt euch mal hier alle meine kleinen Schiffchen. Müssen wir mal eben gucken, habe ich meine. Standing by. Oh, ein Trägerschiff. Den schnappen wir uns. Enemy frigate captured. Kann ich denn aufholen, dass... Group 1 reporting on our way. Roger. Move order confirmed. Bewegt euch einfach mal schon mal hier hin. Jetzt will ich ja wohl wissen... Ready. Kann ich das Ding da... Nee, da gibt's nur Movement Order, okay. Copy. Understood. Attack vector laid in. Na dann macht einfach mal Schrott. Geht morschen. Einfach mal alles zu hageln, was geht. So, Support Frigate ist complete. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht so der größte Fehler, das Ding zu bauen. Wo bist du denn? Wo kommst du raus? Na, da bist du. Local resources exhausted. Fleet moving on. Hi. Sind das so Docking Base, dass die Schiffe da rein können? Zum Beispiel auch die Jäger? Das wäre natürlich großartig. So, ich würde mal sagen, ihr heizt auch ein bisschen so in die Richtung. On our way. Group 1 copies. Ah, meine ganz persönliche Ionenfregatte. So, wo ist hier das? Du bist Reparatur. Reparier auf jeden Fall mal die Fregatten. Die Dinger sind Gold wert. Ich meine, das flutscht zwar gerade mit den Ressourcen. Oh, wie das Ding jetzt zerberstet jetzt. Hervorragend. Ja, ich kann nur sagen, das gefällt mir. Immer gut, der Schaden kommt jetzt nicht so schnell rein, wie man es vielleicht hätte erwarten können, aber... Group 2 reporting. Ich folge jetzt einfach mal ihm hier so auf seinem Kurs. Falls hier direkt noch was rauskommen sollte. Oder Schiff natürlich ist auch komplett allein gelassen. Ah, das ist soweit, würde ich mal brauchen. Okay, oh yeah. Was ist jetzt hier eigentlich los? Sammelt ihr gar nichts mehr? Ah, doch. Was ist los? The carrier is retreating. If it escapes, they will warn the Tidan fleet of our pursuit. Do not allow them to hyperspace. Okay, ich darf ihm nicht erlauben, in den Hyperraum zu springen. Das ist für mich auch vollkommen okay. Kann man hier auch einzelne... Na, der wird gleich so kaputt sein, bevor du überhaupt abhauen kann. Ich soll ihn davon abhalten, in den Hyperraum zu springen und die Tidan-Flotte zu warnen. Also die bösen Motherfucker, die unseren Heimatplaneten ausgelöscht haben. Und das werde ich so auch nicht hinnehmen. Warte mal, awaiting was? Reporting. Alle vier, geht da sammeln. Soll ein bisschen den Grips anstrengen. Kann man nicht sein.
Destination locked in. Da geht's jetzt kaputt. Wow. The Tyrannic Raiders have been defeated. We can now return to our immediate goal. Preparation for an attack on the Tidan fleet that devastated Karak. Using data from the Tidan vessel captured at Karak, we have been able to determine their location. If we strike now, we can take advantage of their damaged condition. Hyperspace coordinates have been transferred to fleet command. Na, okay, jetzt fühlen wir uns also bereit, um einen Gegenangriff zu starten, um uns zu rächen an den elendigen Motherfuckern, die unseren Heimatplaneten erledigt haben. Jetzt einfach Motherfucker, ein bisschen zu hart. An diesen... Halt Rache, verdammt nochmal. Die sehen aber alle noch ganz gut aus. Den hat er fertig repariert, das ist nur ein bisschen Schaden. Die sieht auch alle noch okay aus. Meine Ressourcensammler sind auch noch alle gut erhalten, muss ich sagen. Das Rohstoffüberwachungsschiff ist auch cool drauf. Schön, ach, dann kann ich jetzt hier mal die... Oh, Tatsache! Sie docken an und werden hier mal erstmal repariert. Das ist ja geil. Das warte ich jetzt auch erstmal ab, dann gibt's nebenbei noch ein paar Ressourcen. Dass hier mal alle meine kleinen Jägerlein auch wieder taufrisch sind. Ach, wie sie sich dann auch hier in Reihe und Glied aufstellen. Herrlich. Nehmen direkt Formation ein. Oh, wie cool. Alles, was etwas größer ist, dockt dann schon mal da unten an, so die Korvetten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Teil. Hervorragend. Standing by. Firepower von 29. Und Korvette hat direkt 43, ist aber halt auch nur ein Support-Ship, ne? Ah, Warteschlange. Ihr seid alle fertig, ihr seid in der Warteschlange. Cool. Ja, meine Armada wächst und wächst. Brauche ich denn jetzt wohl noch ein paar schwere Korvetten? Weil die sind halt gegen Jäger und Korvetten effektiv, was natürlich schon eine ziemlich geile Kombination ist. Oder brauche ich noch ein paar Bomber? Weil wenn jetzt noch mehr Fregatten kommen und dann auch gar Schlachtschiffe zum Beispiel, dann wäre es auf jeden Fall ratsam, noch ein paar von den Teilen zu haben. Theoretisch zumindest. Wie sieht es denn bei der Forschung aus? Was ist überhaupt mit meinen Ressourcen, Leute? Ich sollte hier nicht einfach nur hinfliegen, ich sollte die Dinger... Ach so, das ist auch leer. Collection confirmed. Roger. Move order confirmed. Ich will jetzt aber nicht einfach den Hyperraumsprung... Ach, na gut, muss ich jetzt eigentlich... Das dauert sonst auch noch wieder viel zu lang. So, zurück auf den Kollegen hier. Ich warte noch ab, bis alles hier repariert ist. Ich bin das auch bald erledigt. Ihr seid nicht mehr in der Warteschlange. Ihr auch nicht. Oh, das ist jetzt auch gleich schon alles fertig. Mit 2500 kann ich aber eigentlich getrost ins nächste Level. Ich schaffe das eh nicht mehr rechtzeitig dahin zu kommen. Ist alles soweit repariert. Ja, komm, dann machen wir den Hyperraumsprung. Ab in die nächste Mission. Schnelles Andocken. Und here we go. Sieht einfach unfassbar gut aus.